So, herzlich willkommen zur Education Session heute. Ich packe mir den Chat auch nochmal neben dran. So, ready to get goaded and floated. Jawohl, let's go. 579 für alle die, die ready sind, für die Pick and Roll Strategy. Ich habe auf jeden Fall extrem Bock da drauf, weil das eine Strategie ist, die ich tatsächlich von Anfang an genutzt habe, als ich Colors angefangen habe. Damals hieß es noch nicht Pick and Roll. Damals war es einfach nur die Swing Arrow Strategy. Aber ja, ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr nice Strategie. So, ich mache das Video mal kurz aus. Mein Bruder ist sich hier neben dran noch am Umziehen. Ich bin nämlich gerade mittendrin im Umzug, deswegen ist es von den Räumlichkeiten. Alles ein bisschen anders. Yes, aber nichtsdestotrotz wollen wir doch gleich in den Markt nochmal reingehen und uns das Ganze in Colors direkt auch anschauen. Yes, Pick and Roll. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ist das im Prinzip relativ simpel. Also ich gucke mal, dass ich das möglichst groß habe. So, was brauchen wir für die Pick and Roll Strategy? Das kann mir schon mal jemand in den Chat schreiben, wenn er es weiß. Was brauchen wir für die Pick and Roll Strategie? Swing Arrow, jawohl. Swing Arrow, das ist quasi mit Hauptbestandteil. Gelbe Kerzen. So, also wir brauchen, was wir sonst auch immer brauchen, unsere Trinity. Die Directional Bias, die wollen wir immer mit dabei haben. Also Trinity im Idealfall Box, Swing, EC. Genau, Moment mal gerade, ich muss mal ganz kurz. Das Ganze öffnen. So, Box, Swing, EC. Beziehungsweise, also offiziell steht es nicht, dass man es braucht mit der, ich habe es jetzt nochmal gerade nachgeschaut, Box, EC. Aber mit der Trinity in unsere Richtung. So, die wollen wir in der Regel eigentlich immer haben. Da wissen wir, das sind die Directional Bias, so in die Richtung, in die der Markt eben entsprechend geht. Wenn wir uns das Ganze hier beim Silber einfach mal anschauen, da haben wir jetzt so das Silberchart im 15-Minuten-Chart als Beispiel. So haben wir hier den Swing Arrow. Auf was warten wir, nachdem wir den Swing Arrow gedruckt bekommen haben? Wir wollen die Rejection sehen von der Box. So, ich mache mir mein Zeichentool nochmal auf. So, wir wollen hier, wenn er in die Box reinkommt, bekommen wir hier unseren Swinger, der ist da ein bisschen versteckt. Und dann wollen wir eine Rejection aus der Box erstmal raussehen und entsprechend dann nochmal ein Pullback zurück. Das ist korrekt, richtig, genau. Was wir dann sehen wollen, also zum einen den Pullback zurück und dann eben, und also das zeigt prinzipiell unsere Linie, unser Level, wo wir dann unseren Entry nehmen wollen. Warum? Warum ergibt das Ganze Sinn? Dafür müssen wir das Ganze ein bisschen anders nochmal verstehen. Wir haben beim Silber, das ist jetzt ein bisschen schwieriges Beispiel, so, weil wir da News hatten, so, deswegen ist er da einfach komplett durchgeballert. Aber wenn wir uns einfach mal generell hier im OutUSD uns das Ganze mal angucken, so, wie funktioniert der Markt generell? Der Markt läuft immer von Struktur zu Struktur. Sprich, wir haben immer bestimmte Order-Blocks, die platziert sind. Wo eben die großen Investoren, Banken ihre Order-Blocks halt eben platziert haben und den Markt eben entsprechend kontrollieren. So, was sind Order-Blocks?
Order Blocks sind immer die Punkte, so hier zum Beispiel sitzt ein Order Block. So, hier unten zum Beispiel sitzt ein Order Block. Hier sieht man das. So, der wird hier eben entsprechend wieder verteidigt. So, genauso dieser Order Block, der hier wieder verteidigt wird. Und irgendwann zeichnet sich halt eben ab, welche Position halt stärker ist, entweder die Käufer oder Verkäufer. Und dann wird dieser Order Block entsprechend durchbrochen. Und der Markt marschiert bis zur nächsten Struktur, bis er wieder einen Orderblock hat. So. Mal einfach mal OB, Orderblock. Und genauso ist es auch eben entsprechend mit dem Swing, dass der hier runterkommt, wir die Rejection quasi haben von der Box, die Rejection hier von der Box nach unten, hier dann diesen Orderblock haben. So, ich mache es mal nochmal weg, damit man es ein bisschen schöner hat. Die Rejection. Hier wird diesen Orderblock haben und der Preis wieder den Pullback Richtung Box macht. So, wenn wir jetzt eben diesen Orderblock entsprechend durchbrechen, marschiert der Markt schon mal bis zum nächsten Orderblock wieder, so, weil der fette Orderblock durchbrochen wurde. Hier sehen wir auch eben entsprechend mit den Wicks, hier ist es eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel, hier sehen wir durch die Wicks, so, hier dieser Orderblock wurde verteidigt. Der wurde hier noch verteidigt, zwei, dreimal, bevor dann die Kerze durchmarschiert ist, so, und der Markt dann komplett nach unten gelaufen ist. Und genau an diesen Punkten wollen wir entweder unsere Limit Orders setzen oder abwarten, bis eine Kerze drunter schließt. So, man kann da, so das Einfachste ist natürlich, indem man da einfach mit Order Limit, mit Sell Stops oder Buy Stops arbeitet und entsprechend dort dann entsprechend seine Sell-Stops platziert. So, hier sehen wir es. Man kann natürlich so, wenn man einfach nur blind die Strategie macht, würde man direkt darunter halt seinen Stop platzieren. Hier in dem Fall passt das auch wunderbar. Nur ich würde persönlich immer nochmal schauen, so dass man wirklich auch das Ganze clever macht und einfach schaut, okay, habe ich in der Vergangenheit vielleicht hier direkt wieder einen Order-Block, so, wo der Preis dann wieder einen potenziellen Punkt hat, wo er umbringen kann. So haben wir in dem Fall nicht, deswegen sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus, weil die Orderblocks waren quasi hier oder hier, die wurden hier verteidigt, hier gesetzt. Deswegen passt das ganz gut. Sonst zuletzt war quasi hier der Orderblock und da sieht man auch wieder hier, wurden die Positionen verteidigt. Die Verkäufer waren halt extrem dominant und viel, viel stärker, deswegen wurde der relativ schnell wieder durchbrochen. Aber man sieht genau an diesen Order-Blocks werden diese Positionen halt eben entsprechend verteidigt. So. Genau. Pick and Roll, relativ simpel. Wie gesagt, wir brauchen unseren Swing Arrow, den wir hier haben, ein bisschen versteckt hinter den Kerzen. Dann wollen wir eine Rejection sehen. Es ist immer erst eine Rejection, wenn der Preis aus der Box herauskommt. Das ist ganz, ganz wichtig zu beachten. Also es ist erst eine Rejection, wenn der Preis aus der Box entsprechend herauskommt. Das ist wirklich wichtig. Was uns auch ein Indiz nochmal dafür gibt, dass es eine schöne Rejection ist, beziehungsweise Rejection quasi abgehakt, Rejection passiert dann warten wir natürlich, bis der Markt wieder Richtung Box geht, muss nicht wieder in die Box reinkommen, einfach nur eben entsprechenden Move Richtung Box wieder machen, einen klaren Move, und wo wir darauf achten, dass wir in diesem Move gelbe Kerzen haben, sodass wir wissen, okay, quasi da bahnt sich ein Richtungswechsel an, wie auch immer, so hier sehen wir, nachdem wir eben diese gelben Kerzen haben, dass das für uns eine gescheite Rejection ist und ein gescheiter Pullback. Genau, so. Das dazu wichtig, wenn wir hier quasi diesen Move haben, wollen wir an diesem Tiefpunkt bei einem Sell, an diesem Tiefpunkt unsere Order setzen. Ich würde es nicht immer direkt, nicht ganz
unbedingt, also jetzt nicht ganz an dem Docht setzen, sondern einfach vielleicht ein bisschen drunter, sodass man noch ein bisschen Luft hat, dass wenn es so kommt, dass, wie hier zum Beispiel, so hier hatten wir jetzt kein Swinger, aber einfach nur als Beispiel mal, wenn wir hier sonst unsere Linie gesetzt hätten, besteht halt oft auch die Möglichkeit, dass der mal kurz reinwickt und dann halt schon wieder abprallt nach oben und in die andere Richtung geht. Und das wollen wir halt entsprechend vermeiden. Deswegen nicht unbedingt direkt am Docht die Order setzen, sondern vielleicht einfach ein, zwei Pips entsprechend dem Ganzen noch Platz lassen. Dann die Order platzieren. Frage: Wo packen wir unseren Stop-Loss hin? Genau. Stop-Loss packen wir entsprechend ans Level oder ans Ende der Box oder über den höchsten Punkt vom Swing. Also entweder über den höchsten Punkt, den wir haben, oder entsprechend an die Level. Hier, die EC-Level sind jetzt alle schon rausgenommen, weil die weiter unten waren. Aber hier zum Beispiel, hier sehen wir, hatten wir einen Engulfing Candle, wobei die wurde nicht bestätigt. Aber also wir sehen, so hier haben wir unser Level quasi. Ansonsten kriegen wir hier, das müsste auch ein Level gewesen sein. Keine EC, aber ein Level, fast ein EC. Genau da platzieren wir eben entsprechend unsere Stop-Losses über die Struktur, so das bleibt komplett gleich. Über die EC, unter die EC oder eben ans Ende der Box. Entsprechend da. Genau. Go-Ticker, ich weiß jetzt nicht, ob ein aktueller Go-Ticker kommt oder ob ihr daran einfach nochmal erinnert. Gehen wir gleich auf jeden Fall drauf ein. Beziehungsweise können wir uns jetzt auch kurz angucken. So, um zum Go-Ticker zu kommen. So, jetzt ist ein neuer Go-Ticker da. Go-Ticker ist quasi hier der Bereich, da steht es ja auch, das ist your Go-Ticker. Da kommen quasi immer potenzielle Setups rein. Wichtig, das sind jetzt keine Entry-Punkte oder so, sondern der zeigt uns jetzt nur an, wie halt das Setup, das wir haben. So Outcut, T2 heißt Trinity und Triangle im Stundenchart und wir schauen für 5 Minuten Scalp. So, das heißt, wir gehen mal hier für den Outcut. So, wir haben hier Trinity, sprich grüner Swing, grüne Engulfing Candle. Und markieren uns und das Triangle, was wir uns dann entsprechend markieren. Ich will jetzt nur ganz kurz drauf eingehen und schauen dann für ein neues grünes Dreieck für eben entsprechend den Scalp. Genau. Wobei wir müssen in dem Fall, ja, ab jetzt schauen wir quasi nach einem neuen grünen Triangle mit einem Scalp. Weil so ab hier quasi, ab dieser Kerze haben wir ja erst das valide Triangle, nachdem die Stundenkerze geschlossen hat. So, das heißt, ab hier wollen wir jetzt nochmal ein neues grünes Triangle sehen und dann das Scalp eben mitnehmen. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, soll heute nicht das Thema sein. Aber das ist entsprechend der Go-Ticker. Ihr bekommt immer im Pip-Talk, das ist im IM Center. Hier links im Reiter Pip Talk könnt ihr einfach Raphael Spiller eingeben. Und wenn du dann hier die Benachrichtigung anhast, bekommst du entsprechend immer hier eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn du die App hast, quasi Go-Ticker. Das heißt, hier vor 4 Minuten kamst. Go-Ticker. Und dann kannst du dir das Ganze anschauen und eben entsprechend mitnehmen. So, wie zum Beispiel heute, wobei, nee, vergiss was. So, genau, das zum Go-Ticker. Das soll es damit auch sein. Nochmal zur Pick-and-Roll-Strategy. So, hier beim Outcut können wir uns das Ganze zum Beispiel anschauen. Wir haben jetzt hier den Swing Arrow bekommen. Haben hier auch Box EC sowieso. Swing Arrow, das heißt, wir sehen jetzt hier haben wir die Rejection aus der Box raus.
und warten jetzt, dass er eben den Move zurück macht. So, sprich, hier oben haben wir entsprechend unser Buy-Stop, den wir platzieren können. So, hier in dem Fall würde ich es zum Beispiel so machen, weil wir wissen ja, hier ist ein Order-Block. Hier ist ein Order-Block. Das heißt, so, es wäre naiv, wenn man jetzt einfach hier seinen Buy-Stop platzieren würde. So, ich würde den entsprechend hier drüber platzieren, weil wir hier eben in der Konsolidierungszone sind. So, und wir dann ab hier bis zur nächsten Struktur entsprechend traden können oder eben bis zur nächsten Box. So, je nachdem, was oder ob man da TP1, TP2, TP3 macht oder ob man das Ganze nur für den Scalp mitnimmt. So, das kann jeder für sich entscheiden. Entschuldigung, wir sind noch im M5. Klar, du bleibst im... Klar, definitiv, sorry. Da war ich jetzt selbst einmal falsch. Man bleibt natürlich im H1 und da warten wir entsprechend so und da haben wir dann auch entsprechend hier den höchsten Punkt. Hier wollen wir dann unser Buy-Stop setzen, bräuchten jetzt dann aber auch nochmal eine gescheite Rejection logischerweise. Ne? Aber das ist ein potenzielles Setup, was sich anbahnt. Das würde ich mal beobachten, wie der eben jetzt entsprechend reagiert. Ob wir jetzt hier eine quasi die Rejection raus, Moment, die Rejection raussehen und dann wieder den Pullback. Dann können wir entsprechend hier unser Limit setzen und dann den Trade nach oben rollen lassen. So. Das war tatsächlich meine erste Strategie, mit der ich auch sehr, sehr erfolgreich war. Also ich hatte von 10 Trades, die ich gesetzt habe, habe ich 8 oder so gewonnen. Deswegen, also es funktioniert schon immer sehr, sehr nice. Und am besten wollen wir dann nochmal eine Color-Kombo sehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier, ich zeichne es nochmal ein, einmal hier den Move nach oben haben, wollen wir hier quasi den Move nach unten nochmal sehen. Und dann auf dem Move nach oben im Idealfall von roten, also von rot, rote Kerzen hier zum Beispiel, dann hier entsprechend eine gelbe Kerze und dann grüne Kerzen. Quasi, dass wir da die Color-Kombo in dem Sinne haben, rot, gelb, grün oder entsprechend grün, gelb, rot, je nachdem in welche Richtung. Das heißt, hier wollen wir dann den Wechsel von rot, gelb und dann eine grüne Kerze sehen, die eben das Ganze durchbricht. Also jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, bis der den Move hier hoch macht, dann den Move nochmal runter macht, mit roten Kerzen im Idealfall, dann auf gelbe Kerzen switcht, dann auf eine grüne Kerze switcht und dann eben unseren Trade hier auslöst, wo wir unser Limit entsprechend gesetzt haben und dann eben in die Richtung hochmarschiert. So, wir können ja mal schauen, ob wir noch ein potenziell anderes Setup finden. Vom Timing, vom Timeframe funktioniert es also in den höheren Timeframes sehr, sehr gut. 15 Minuten finde ich auch noch top. In 5 Minuten, so checkt das halt aus. Da würde ich es halt immer bis zur nächsten Struktur, wenn dann traden. Damit man da jetzt, da sind die Bewegungen natürlich immer ein bisschen kleiner. So, aber es ergibt halt auch Sinn. So, hier habe ich zum Beispiel heute beim US-Öl, so hatte man hier den Swing Arrow. So, da hast du hier die Rejection. Hier kommt nochmal der Pullback. Hier haben wir nochmal die Rejection. So, hier wäre unser Sell-Stop gewesen. So, hier haben wir offiziell dann auch die rote Kerze, die wir eigentlich als Confirmation noch sehen wollen. Da müsst ihr für euch gucken, so ob ihr dann mit Stops arbeiten wollt, weil ihr dann natürlich, wenn ihr den Trade einfach eingibt und sagt, okay, so hier ist mein Sell-Stop, dann seht ihr nicht, was für Kerzenfarben noch kommen, wenn ihr nicht dabei seid und arbeiten geht als Beispiel. Funktioniert auch. So, wie gesagt, Trade Stop-Loss ist über der EC oder über dem letzten High oder halt komplett am Ende der Box. So, da sind potenzielle Stop-Losses, entweder hier, hier oder hier. Ich hatte es immer über dem letzten High gehabt, weil wenn er da drüber geht, so dann marschiert er auch in die nächste Richtung. Wenn es ja dann ist, ist es vom Broker einfach nur so ein Fake-Out. Und
hier haben wir dann auch mit dieser Kerze dann entsprechend auch die Bestätigung. Wir sehen, zu diesem Zeitpunkt matchen dann auch die Colors. Das heißt, wenn man nochmal eine Confirmation einfach mehr haben will, kann man auch noch Colors matchen. So, da haben wir das hier, die Confirmation noch komplett. Ich habe den Trade, ich bin hier irgendwo reingegangen, habe quasi hier meinen Sellstop nochmal gehabt. So, zack, hier einen Sellstop gehabt, der wurde hier ausgelöst und ist dann entsprechend nach unten marschiert. Genau, so könnt ihr immer durch die Strukturen durchgehen. Wichtig, dass ihr auch versteht, nee, genau, bei Pick and Roll gehst du nicht in Lower Timeframe, so du bleibst in einem Chart. Das gibt's, kannst du natürlich in allen verschiedenen Charts machen, so im höheren Chart, zum Beispiel hier beim Euro JPY als Beispiel. So hast du hier den Swing. Aber die richtige Rejection, die kam tatsächlich erst. Also hier kam natürlich so ein kleiner Pullback nur. Ja, potenziell. Also wenn man jetzt mal genau guckt, wie wir das halt sehen wollen, dann wollen wir eine Rejection und nicht nur so einen kleinen Pullback, sondern einen gescheiten Pullback, wo wir dann auch wieder grüne Kerzen im Spiel haben. Das heißt, hier würden wir eigentlich hier erst unser Sellstop setzen. So, weil wir hier genau das haben, was wir wollen. So, wir haben hier, das ist quasi dann die Rejection. Hier ist dieser Pullback, wo wir dann auch nochmal grüne Kerzen haben. Dann haben wir eben diese Color-Combo mit diesen gelben Kerzen, dann die roten Kerzen und dann unsere Bestätigung. Und das ist dann quasi unser Sellstop. In dem Fall, den Stop-Loss da hochzusetzen, würde weniger Sinn machen. Dann würde man eine Struktur, also dann macht das vom Risk-Reward halt keinen Sinn mehr. Deswegen da halt dann entsprechend eine Struktur nehmen, eine EC, die wir vorher hatten, zum Beispiel hier. Genau. Oder den Trade halt einfach nicht nehmen. Aber funktioniert in jedem Timeframe. In den höheren finde ich sogar noch besser als im 5-Minuten-Chart. Da muss ich aber dazu sagen, da habe ich es jetzt auch noch nicht mega oft ausprobiert. Deswegen macht eure Erfahrungen, probiert es natürlich wie immer mit dem Demokonto aus und macht einfach mal die Erfahrungen. Ich finde es halt total entspannt, wenn man gerade im Stundenchart das Ganze macht. So die Trades, die laufen dann teilweise ein, zwei Tage und du hast damit gar keinen Hudel. So du analysierst das Ganze. Deswegen finde ich die Strategie auch genial. So hier zum Beispiel im Stundenchart mit dem Öl. So, hier hat man es perfekt. So, der hat hier die Rejection gemacht, kommt hier zurück. So, hier ist unser Sellstop. So. So, Zeichenkünste auf jeden Fall am Start. Hier ist unser Sellstop, wird ausgelöst, du bist gar nicht im Drawdown und der marschiert runter. So, ist eigentlich perfekt. Stop-Loss hier oben drüber. Take-Profit zum Beispiel hier. Hier wissen wir, hier ist ein Order-Block. So, hier ist ein Order-Block, das heißt, hier können wir unseren Take-Profit nehmen. Du hast ein schönes 1:1. Du hast, genau, Sell oder Buy-Stop. Immer mit einem Sell oder Buy-Stop. Weil wir wollen ja, dass er ausgelöst wird und dann in unsere Richtung in Profit geht. Genau, das dazu von den Risk Rewards. Du hast hier bei der Strategie nicht immer die besten Risk Rewards tatsächlich. Also du hast meistens so ein 1:1, 1:2. Aber dafür hast du Trades, die ja relativ safe, sage ich mal, deine Take-Profits hitten. Du hast eine sehr, sehr hohe Gewinnchance. Und deswegen gefällt mir die Strategie wirklich gut. Und du analysierst das Ganze und kannst dann, musst den Trade nicht im Auge behalten, musst den nicht managen. Das ist der Vorteil an dem Ganzen. Probiert es einfach mal für euch aus. Habt ihr das soweit verstanden, wie ich es erklärt habe? Oder gibt es jemanden, der sagt so, nee, ich wüsste jetzt nicht, wie ich das umsetze?
Perfekt. Also die meisten haben es auf jeden Fall verstanden. So, aus Schweizer Franken. Ja, also prinzipiell haben wir hier im Stundenchart Rejection, Pullback. Da wäre Buy Stop. Buy Stop. Also BS heißt in dem Fall nicht Bullshit. So, Stop Loss hier drunter. So, Take Profit. Schauen. So, natürlich kann man den ersten Take Profit hier an der Zone nehmen. Also prinzipiell ist es relativ simpel. So, man sieht halt immer wieder, so, also hier, oder warte, nehmen wir was anders. So, man sieht hier relativ einfach, so hier haben wir eine Zone, das heißt, hier reagiert der Markt auch wieder. So, genau auf der Höhe. Hier haben wir auch wieder eine Zone, hier ist auch wieder ein potenzieller Wendepunkt vom Markt. Das heißt, man kann da definitiv Teilprofite absichern und den Trade auf Break-Even setzen. So, man kann den, so der nächste TP wäre dann entsprechend hier oben wieder, an der entsprechend hier. Oder die EC retestet. So, weil hier sitzt wieder ein Orderblock. Über den Engulfing Candle sind wieder die ganzen Orders. Also wenn der Preis hier hinkommt, hier sind die ganzen Orders, die den Markt dann wieder nach unten bringen. So, und das ist die ganz normale Bewegung, die der Markt halt eben entsprechend immer macht. Das heißt, der Preis kommt vielleicht bis hierhin runter. Hier wird er definitiv abprallen. Ob er dann komplett dreht oder ob er nur kurz hier runter wieder einen Retest macht und weiter nach oben marschiert, wird sich dann entsprechend zeigen. So, das kann keiner vorhersagen. Aber das sind eben entsprechend wieder potenzielle Wendepunkte. Deswegen sichert eben an den Punkten die Profite ab und dann passiert da, kann da auch nichts passieren. Genau, weil mit dem hast du ja auch, selbst wenn du den nur bis hierhin mitnimmst. So, wenn man jetzt einfach mal eine Long-Position hier aufmacht. So, Stop-Loss unter der EC. Take Profit hier. Bist du ja bei einem 0,8. Und hier oben hast du dann fast ein 1 zu 2. Das heißt, wenn du jeweils mit einem halben Prozent hier als Beispiel einfach mal hier dein TP1 nimmst, hier dein TP2, so hast du im Endeffekt auch 1% Gewinn gemacht. Könnte man oben ein Sell-Limit platzieren? Frank Raphael, kannst du theoretisch machen. Also prinzipiell. Kannst du hier auch ein Sell-Limit massieren? Ist halt dann nicht die Strategie, ne? Ist halt nicht Pick and Roll. Vom Markt her selbst kannst du hier theoretisch ein Sell-Limit platzieren. Nur da musst du für dich halt schauen, so, wo setzt du deinen Stop-Loss? Wie weit willst du den halt mitnehmen? So, weil im Endeffekt kann man es nicht sagen. Wenn der Druck von den Käufern so hoch ist, kann es sein, dass der hier nur kurz abprallt und dann weiter hochmarschiert. Kann aber natürlich auch sein, dass der hier bis zur letzten Struktur kommt, dann hochmarschiert. Oder es kann sein, dass der hier runtermarschiert, nochmal hier einen Retest macht und wieder komplett nach unten marschieren. So, deswegen, da gibt es natürlich verschiedene Optionen. An den starken Zonen oder an den großen Zonen prallt der Preis dann aber trotzdem meistens entsprechend ab. So, Chef JPY. Je nachdem, wenn News oder so sind, kann es natürlich auch mal sein, dass Strukturen so komplett direkt durchbrochen werden, wie zum Beispiel jetzt beim Silber, was wir gesehen haben, so, der ist halt komplett nach oben gescheppert. Aber hätte man da einen Buy-Stop platziert, wäre halt, also gucken wir nochmal kurz in den Silber. Das waren 15 Minuten. So, da hattest du hier den Swing Arrow, hättest hier potenziell deinen Buy-Stop platzieren können. So, und kannst ihn dann natürlich auch mal laufen lassen. Ne? So, gerade wenn News sind oder so. Wenn man das im Blick hat, kann man das halt machen. Aber selbst wenn du ein TP von 1 zu 2, 1 zu 1 hast, so, hast du den halt safe innerhalb von ja, einer halben Stunde gehittet. So, Chef JPY, gucken wir uns mal einen Stundenchart mal an. Genau, perfektes Setup. Sehr, sehr gut, Chiara. Wunderschönes Setup, Swing Arrow, sogar eine EC. Also alles, was wir brauchen, macht hier eine wunderschöne Bewegung nach oben. Schöner Pullback. Und dann marschiert er los. Hier wäre unser Stop. So, hier wird der Trade ausgelöst. So, kommt nochmal kurz in Drawdown und marschiert dann schön nach oben. Wird jetzt wahrscheinlich hier
an dieser Zone einen Retest machen und dann weiter nach oben gehen. Yes. Das ist es quasi erstmal so die Einführung zur Pick-and-Roll-Strategie. Ich finde es total geil, ich mag es total gern. Ist jetzt auch das, worauf ich im Moment mich konzentriere. Ja, konntet ihr da für euch was mitnehmen? Habt ihr das alle soweit verstanden? Ah, mein Video ist immer noch aus. Habt ihr das alle soweit verstanden? Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ich gehe tatsächlich nur um Stunden und 15 Minuten oder um 4 Stunden. Prinzipiell geht es in allen Timeframes, nur in den kleineren Timeframes, da wendet der Preis halt auf seine Strukturen so. Sind mir zu wenig starke Strukturen so. Deswegen mache ich es ungern im 1-Minuten- oder 5-Minuten-Chart. So, wenn man jetzt halt schaut, ja klar, rückwirkend ist es halt immer super einfach zu schauen, so, weil deswegen dann ja logischerweise da ist. In 5 Minuten testet es für euch. Testet das für euch in 5 Minuten, ob ihr damit fein seid, so, ob das für euch gut funktioniert. Ich bin lieber in den höheren Timeframes bei sowas unterwegs. Genau. Was ist ein Orderblock? Ich weiß nicht, warst du von Anfang an in der Session dabei? Weil eigentlich dachte ich, dass ich es erklärt habe so. Also Orderblocks sind im Prinzip ja, Ordern, also Orders, die platziert werden von den großen Instituten oder Banken oder eben, wenn wir jetzt hier sehen, also das sieht man eigentlich immer ganz gut so hier. Jetzt sind wir halt im 5-Minuten-Chart nur, deswegen gehen wir mal wieder ins höhere Timeframe. So, das ist ein bisschen besser zu sehen. So, ja, obwohl in dem Fall sieht man es in 5 Minuten gut, dass da ein Orderblock war. So, also hier sieht man es wieder ganz schön. Also hier, also überall da, wo der Preis dreht, sind quasi Orderblocks, die platziert werden von größeren Instituten und so weiter und so fort. Zum Beispiel in dem Fall. Was wir jetzt sehen, als wir hier in diesen Preisbereich reinkommen, sehen wir, dass dort halt eben entsprechend wieder die Position verteidigt werden. So, das sehen wir. Jetzt bisschen zu weit. Das sehen wir sehr, sehr gut hier an den Wicks. So, und das ist genau das, was ich eben meinte, Raphael. So, hier ist der halt eben nur kurz abgeprallt, weil er eben extrem Druck von den Käufern hatte. So, an den Wicks sehen wir aber, dass Verkäufer hier in diesem Preislevel am Start waren. So, die Positionen konnten nicht verteidigt werden, deswegen die Käufer haben quasi gewonnen, sage ich jetzt einfach mal so plakativ. So, und dann ist der Preis halt entsprechend weiter nach unten marschiert, hat einen Retest gemacht und dann ab weiter nach oben. So, in den größeren Charts sieht man es natürlich noch ein bisschen besser. Je höher man im Chart natürlich unterwegs ist, desto schöner sieht man das. So, wenn wir jetzt mal vergangene. Ich gucke mal gerade nach einem schönen Beispiel. Gehen wir mal in den GBP-USD. So, wir haben zum Beispiel jetzt hier unten, so gerade wo wir auch fixe Strukturen haben, wo wir dann die Boxen immer gezeichnet haben. So. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. So. Hier drunter ist ein Orderblock. So, der Preis kam runter und wurde komplett in die andere Richtung geschossen quasi. So, das sind quasi so die stärksten. Oder das sind halt die Orderblöcke, die fixen Orderblöcke. So, der Preis kommt wieder hier runter und die Positionen werden hier entsprechend verteidigt. So, bis eben der Druck von den Verkäufern so groß ist, dass er vielleicht hier durchbricht oder wird hier wieder verteidigt und geht dann entsprechend wieder nach oben. So, hier übrigens dann potenziellen Setup für einen Buy-Stop da oben. Zack, nach oben mitnehmen. Genau, da sieht man es eigentlich ganz gut. In den höheren Timeframes sind die Orderblöcke natürlich viel stärker oder werden viel stärker verteidigt, weil es in den höheren Timeframes
geht es eben ums wirklich große Geld, wo halt die ganz großen Institutionen am Start sind. Achtest du auf die Währungsstärke im Stundenchart? Ja, also so in den größeren Timeframes tatsächlich nicht. Wenn man in kleineren Timeframes am Start ist, sollte man da darauf definitiv achten. Den großen Timeframes macht das für mich wenig Sinn, weil die Währungsstärke sich super schnell ändert. So je nachdem, wie aktuell. Also jetzt als Beispiel, jetzt sind die ungefähr gleich stark. Sobald, also wenn man jetzt hier seine Order setzen würde, als Beispiel einfach mal, wenn wir jetzt alles hätten, dann sobald er hier hochkommt, ist der Euro definitiv stärker als der Schweizer Franken, sonst würde der Preis ja nicht nach oben gehen. So, in den kleineren Charts, in den kleineren Timeframes sollte man darauf definitiv achten, so beim Scalpen und so weiter oder im 1-Minuten-, 5-Minuten-Chart, 15 vielleicht auch, aber im 4-Stunden-Chart zum Beispiel macht das weniger Sinn. Kam ein bisschen später. Wann muss man bei der Strategie die Colors matchen? In dem Fall musst du die Colors nicht matchen. Also wenn du mit Limits arbeitest, musst du die Colors oder matchst du die Colors nicht. Was man machen kann, um bei dem Ganzen noch ein bisschen sicherer zu gehen, sage ich mal. Wenn man jetzt einfach mal als Beispiel, wo hatten wir denn eben ein schönes Beispiel? Warte, Chef JPY oder sowas, ne? Genau, als Beispiel jetzt. Wenn wir jetzt mal schauen, wenn wir jetzt hier unseren Swing Arrow haben, hier Swing Arrow, die Rejection, Pullback und dann unser Limit hier setzen und wir uns einfach kein Limit setzen, sondern einfach einen Alarm zum Beispiel einstellen, dass wir hier benachrichtigt werden, wenn der Preis hier durchbrochen wird und auf Candle Close warten, dann können wir entsprechend nochmal uns die Bestätigung abholen und hier mit dieser Kerze, die eben die Struktur durchbrochen hat, nochmal Colors matchen. So, und hier sehen wir so alle Colors in einer Farbe, überall, das passt, ist nochmal unsere Bestätigung, dass das quasi alles passt. In der Regel passt das aber immer. Also in der Regel matchen dann auch alle Colors. So, und man kann den Trade entsprechend in die Richtung mitnehmen. Genau. So hatte ich das damals tatsächlich ganz am Anfang gemacht. Da habe ich noch nicht mit diesen Limits gearbeitet, sondern habe mir einfach einen Alarm eingestellt und dann auf Candle Close immer gewartet, dass wirklich die Kerze über der Zone schließt. Weil manchmal, wie gesagt, manchmal ist es ja so, dass dann kurz reingewickt wird und das dann ein Fakeout ist und der wieder nach unten geht. Was dann nicht heißt, dass der nicht trotzdem dann nochmal danach durchbrechen kann, weil wir haben ja unsere Trinity von unten und das wird eben durch die ECs in dem Fall hier unten auch gehalten. Also. So, durch hier den Orderblock, durch hier den Orderblock wird das entsprechend gehalten. So, hier sehen wir prinzipiell auch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, wenn wir mal genau hinschauen. So, hier einmal die Bewegung, zack, und dann wieder nach oben. So, genau hier platzieren wir dann unser Limit. Dann Money. So. Trade ich alle Paare? Prinzipiell kannst du alle Paare damit traden. So, bei mir variiert das. Ich bin natürlich so, ich probiere auch immer noch mal viel aus. So, ich habe da jetzt auch noch nichts, wo ich sage, ich trade jetzt nur das, das und das. So, ich probiere auch immer noch mal viele Sachen aus. Ich bin ja auch jetzt, ich mache das ja auch noch alles nicht ganz so lange. Also, ich trade Forex seit 4 Monaten, so 3, 4 Monaten. So, deswegen bin ich da selbst auch immer noch mal ausprobieren, was am besten funktioniert, immer neue Sachen am Lernen und so weiter und so fort. Wenn ein Trade im Plus ist, setzt du den dann auf Break-Even? Die Frage ist, wann setzt du den auf Break-Even? Ich setze den nicht direkt, wenn der im Plus ist, auf Break-Even, weil wie zum Beispiel hier, wenn du hier dein, das nochmal weg, als Beispiel, du platzierst hier dein Limit, so, dann ist er hier auch kurz im Plus. Kommt dann aber nochmal für einen kurzen Retest runter und marschiert dann nach oben. So, dann wäre es, also es macht keinen Sinn, den immer auf Break-Even zu setzen direkt. Wenn er zum Beispiel, hier ist er jetzt gerade an einer entgegengesetzten Struktur,
was auch wieder ein potenzieller Wendepunkt ist. Da kann man dann überlegen, ob man, sage ich mal, entweder hier definitiv schon mal ein paar Teilprofite absichern und den Rest laufen lässt. Oder wenn man das Risiko eingehen will und dem Broker wieder was zurückschenken will, ob man den komplett laufen lässt und keine Teilprofite nimmt. Dann macht es aber Sinn, dass man wenigstens nicht mehr das Risiko eingeht, dass man ausgestoppt wird und dann hier entsprechend auf Break-Even setzt, so dass wenn der nochmal komplett runterkommt, sodass man maximal Break-Even ausgestoppt wird und nicht schon Verlust hat, obwohl er eben entsprechend in unsere Richtung gelaufen ist. Genau, das ist definitiv so. Probier es aber aus. So im Nachhinein kann man es immer am besten sagen, so hätte ich auf Break-Even gesetzt oder hätte ich laufen lassen. Da muss man halt für sich die beste Lösung finden, so ob man nur bis zur nächsten Struktur tradet oder TP1, 2, 3 arbeitet. Genau. Yes. Wenn du dann aber mit TPs arbeitest, so dann macht es Sinn, beim TP1 dann entsprechend auf Break-Even zu setzen. Inwiefern arbeitet man eigentlich mit Heikinashi-Candles? Kann man also im Prinzip sind ja Heikinashi-Candles Trendkerzen oder Momentumskerzen. Du kannst in dem Fall macht es mit der Strategie keinen Sinn, so ob du jetzt da den Hochpunkt mit normalen Kerzen machst oder nicht. Ist in dem Fall egal. Wenn du jetzt mit so zum Beispiel Scalps oder so oder mit der Triangle Offense reingehst, da macht es Sinn, auf Heikinashis zu stellen. Da ist nur das Einzige, was mich da ein bisschen stört, dass hier teilweise die neuen Kerzen an einem 1-Minuten-Takt kommen. Deswegen ist es dann ein bisschen ungünstiger. Das ist kein Problem, was von Colors ist, sondern durch das Integrieren ja, mit der anderen Plattform ist das leider nicht anders möglich im Moment. Da arbeiten die dran, dass das gefixt wird. Und dann macht es auch wieder mehr Spaß, mit den Heikinashis zu arbeiten. Finde ich an sich ganz cool. Da hast du halt die Momentumskerzen. Das heißt, du hast öfter mal früher deine Kerze komplett grün. Ja. Und hast teilweise auch die Triangles ein bisschen anders, dadurch, dass die Kerzen auch anders verlaufen. Genau. So, kann ich nochmal auf den Outcut eingehen vom Goat-Ticker? Kann ich sehr gern machen. Also, das war es soweit zur Pick-and-Roll-Strategie erstmal. Da werden wir sicher das eine oder andere Mal nochmal drauf eingehen und das Ganze auch wiederholen oder weiter ausführen. So, dann schaue ich mir nochmal den Goat-Ticker an. So, der Outcut im 1-Stunden-Chart, 5 Minuten Scalp. Yes. So, schauen wir den Outcut. Das heißt, was brauchen wir? Wir haben Trinity. Also prinzipiell wird uns hier ja alles vorgegeben. Wir haben T2, das heißt Trinity und Triangle im 1-Stunden-Chart, warten jetzt aufs Triangle nach oben im 5-Minuten-Chart für einen Scalp. Scalp heißt 3 bis 10 Pips. So, wir haben was gelernt. Wir haben EC, Swing Arrow, markieren uns dann unsere Kerze mit dem Triangle, nachdem die geschlossen hat. Und droppen dann runter ins 5-Minuten-Chart. Und ab diesem Zeitpunkt schauen wir nach einem neuen grünen Triangle. Hier das hätten wir jetzt noch nicht mitgenommen, weil wir ja erst diese Linie hätten markieren können, wenn die Kerze geschlossen hat. Also das Triangle ist erst valide, wenn die Kerze geschlossen hat. Das heißt, mit Anfang dieser Kerze gucken wir nach einem neuen grünen Triangle. Ich markiere diese Kerze einfach nochmal, damit ihr es zum besseren Verständnis. Das heißt, ab dieser Kerze, da ist diese alte Stundenkerze vorbei, ab dieser Kerze schauen wir nach einem neuen grünen Triangle und dass alle Colors matchen. Jetzt haben wir hier unser rotes Triangle bekommen. So, haben wir jetzt unser rotes Triangle bekommen und warten jetzt eben entsprechend auf ein grünes Triangle und könnten dann den Trade für 3 bis 10 Pips mitnehmen. Im besten Fall Stop-Loss unter dem Level. Sprich, Stop-Loss hätte man hier. Da ist man nochmal doppelt abgesichert. Man kann aber auch, also ich bin tatsächlich Fan davon,
den Stop-Loss dann auch unter die EC zu setzen. Also nicht 10 Pips Stop-Loss, 10 Pips Take-Profit, sondern wirklich einfach das abzusichern, weil hier ist der Order-Block. So, hier ist der Order-Block unter die EC und der wird erstmal verteidigt. So, und entweder reicht es dann auch, also wenn er jetzt gegen uns laufen würde, wird hier an diesem Punkt die Order verteidigt. So, das heißt, entweder sind die Verkäufe dann so stark, dass man dann entsprechend ausgestoppt wird, oder die Order wird verteidigt und der marschiert dann die andere Richtung. Wenn wir nur 10 Pips haben und als Beispiel einfach mal hier unseren Stop-Loss jetzt dann hätten, so, hier wird die Order noch nicht so verteidigt, wie die hier verteidigt wird. Versteht ihr, was ich meine? Genau. Reicht dir das aufs Eingehen vom Go-Ticker? Wie soll man da den CRV beachten? Genau, als Beispiel jetzt mal, der würde jetzt hier hochgehen. Hier haben wir dann unser grünes Triangle und hier unseren Entry. So, wie soll man den CRV beachten? So, dann entsprechend, also du beachtest ja dann, also du nimmst ja die Bewegung mit, so 3 bis 10 Pips, manage das Ganze. Oder was du natürlich auch machen kannst, bis zur nächsten Struktur das Ganze mitnehmen. Ne? Geht natürlich auch hier bis zum nächsten Level, vielleicht minimal drunter. So, ich lasse da mal ein bisschen Luft. So, dann hast du ein knappes 1 zu 1, nicht ganz. Sind in dem Fall dann 16 Pips, wenn da unser Entry wäre. Ansonsten managst du deinen Stop-Loss einfach nach dem und dann hast du halt nur einen halben, einen 0,5er Risk-Reward. Dafür aber eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Hier mit der Strategie hast du eine über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und oder eine annähernd fast 100-prozentige Wahrscheinlichkeit. Also, das ist wirklich, Spills hat damit sehr, sehr geile Ergebnisse mit dieser Triangle Offense. So, und da ist es dann auch okay, wenn du dann mal einen halben Prozent mitnimmst und 1% riskierst. Musst du für dich im Endeffekt entscheiden, wie du es am besten machen willst. Oder du nimmst halt nur die Setups mit, die entsprechend dann, wo die EC dann entsprechend höher ist, sodass du dann deinen Stop-Loss drunter setzen kannst. So wichtig, setzt euren Stop-Loss halt immer unter die Strukturen. So, hier haben wir ja auch ein Level, also es ist im Stundenchart jetzt nicht eingezeichnet, wenn wir jetzt mal schauen, also wir merken uns mal die 570. Wenn wir jetzt einfach mal im Outcut schauen. Da haben wir auch kein Level eingezeichnet. Aber wir sehen ja, dass hier quasi auch Struktur gefunden wurde. So, das heißt, potenziell, so, ich will es nicht teachen, so, weil Stop-Losses sollten unter die C sein, aber da hast du auch ein Level, sage ich jetzt einfach mal, oder eine Struktur halt eben einfach. Stop-Losses sollten eben immer entsprechend unter die Strukturen. Wir können mal schauen. Ja, hier hat er uns kein Level eingezeichnet. Aber hier, so hast du zum Beispiel hier ein Level an der 511. Wie gesagt, am sichersten, so man muss halt immer abwägen zwischen mehr Risiko gehen und dafür nicht ganz so sicher abgesichert oder mehr abgesichert und dafür halt weniger Risiko und dafür halt ein schlechteres CRV. Kann man halt für sich entscheiden im Endeffekt. Genau. Ich empfehle es halt immer, unter die EC, unter die Strukturen zu packen. Und dann damit fährt man eigentlich ganz gut. Yes. Gut. Dann würde ich sagen, ging heute ein bisschen länger, aber auch gar nicht schlimm. Hat natürlich wie immer Spaß gemacht. Freut mich, dass auch wieder einige am Start im Endeffekt waren. Wo habe ich denn jetzt überhaupt meinen? Ah ja, hier. Über 20 Leute am Start. Sehr gut. Dann hoffe ich, dass ihr mit Pick and Roll geile Ergebnisse habt und da weiterkommt. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend und wie immer 579, let's go.